So, die F13 jetzt im Anflug auf die Piste 3.1 von links. Anfluggeschwindigkeit schätze ich mal so 110 km/h durch die Galerie in einer sehr guten Anfangsstrecke. Wunderschön aufgesetzt. Ja, jetzt kommt er zur Landung. Sie hören das. An, aus, Zündung an, aus. Also man kann nicht weniger Fliehgas geben. Der Motor läuft oder läuft nicht. Ja, super gemacht. Wollte er genau da aus, wo er hin wollte, wo sein Techniker steht. Michael Karlsson aus Schweden mit seinem Fokker DR1. Und mal bitte jemand von der Beschallungstechnik. Ja, wir als Ausrichter sind unheimlich glücklich und froh und freuen uns mit Ihnen, liebe Zuschauer, dass wir in einem so fantastischen Wetter zufrieden sind. Das erste Mal in der Geschichte des Oldtimer-Treffens haben wir eine Verschiebung gemacht. Normalerweise findet das Oldtimer-Treffen am 1. September. Allerdings sind die Flugzeuge nicht ganz leicht zu landen. Die haben keine Landehilfe. Das heißt also, man muss wirklich ganz genau sich die Landung einteilen oder wie hier bei der ETEX, die man gerade sieht, im Seitengleitflug oder im Slip etwas die Fahrt oder die Höhe abbauen und wirklich mit einer ganz präzisen Anfluggeschwindigkeit hier im Endteil die Landung einteilen. Ist dann auch nur 5 km/h schnell. Das Flugzeug deutlich länger über die Landebahn oder fängt an zu springen, dann bei Seitenwind. Aufsitzgeschwindigkeit ca. 100 km/h. Jetzt mit der Fahrt schön an den Boden ranfliegen und langsam die Nase hochnehmen, um mit Minimalgeschwindigkeit in Treibunglage aufzusetzen. So werden Spornradflugzeuge gelandet. Auf der Hahnweide. Diese wunderschöne Fokker E3 hat eine momentane Rolle, aber es geht schon wieder weiter. Flugzeuge. Ja, die Do 27 war das erste in Deutschland nach dem zweiten. Ja, vielleicht ganz interessant ist auch, dass einige Teile dieses Flugzeugs im Anflug jetzt der Chef der Firma Chrom aus Mittelheim. Ich glaube, das ist wirklich einzigartig für den Formel 2 Lauf.
rauszufinden, wie sie eben hier der Reihe nach aufgestellt sind. Ja, du bist ja auch nicht nur hier als Gast, den Wind um die Nase wehen zu lassen. Ich bin vor einigen Jahren mal mit einem Schulkleider geflogen und bin in einen Thermikschlauch eingestiegen. Ich habe dann gesehen, oh wunderbar, ich reise zusammen mit ein paar Vögeln, ein paar Schwalben. Und ich dachte, hoffentlich fliegt mir keine so eine Schwalbe ins Gesicht rein, aber sie ist dann 3 Meter an mir vorbeigeflogen. Also man geht wirklich auf die vorne, die gerade mit Wasser betankt wird und die Dromadär, also die Dromedar, die 21, die hinten dran steht, das sind echte Raritäten. Die Petronell 165 ist wirklich das europaweit letzte fliegende Exemplar dieses Flugzeugs. Liebe Zuschauer. Eine schöne Aero 45, ein tschechisches. Jetzt im Anflug auf den 15. Ganz charakteristisch, Doppelseitenleitwerk. Gerade bei zwei motorigen Flugzeugen öfters.